Hey yo, you goddamn good-looking people out there, nice to meet you. Go get some ice cold drink and enjoy Crowny's new Counter-Strike video. Don't forget to leave a like. Thanks a lot. Yo, wunderschönen guten Abend, meine Schuldigbritzer, Crowny's hier am Start und yo Männer, wir werden heute zusammen ein bisschen Roulette zocken und danach noch ein geschmeidiges Trail-Up machen zu der neuen AK. Ich glaube, sie heißt Neon Revolution, bin ich da richtig? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja gut, aber ich denke mal, das wird die auf jeden Fall sein. Können wir auf jeden Fall nachher nochmal auschecken. Bin ich mir aber eigentlich safe sicher. Und ja, ich habe gerade die Meldung reinbekommen, die heißt Neon Revolution. Ja, Chris hat gerade die Meldung reinbekommen, die heißt Neon Revolution. Das natürlich. Vielen Dank an die Regie an dieser Stelle. Ja. Und yo, wir werden jetzt hier immer $20 betten. Chris entscheidet, auf welche Farbe wir gehen. Wir werden fünfmal setzen, können sozusagen maximal von plus 100 machen und maximal minus 60. Ich hoffe natürlich, dass wir plus machen, aber das was liegt nicht länger in meinen Händen. Was hast du gesagt, wie viel plus wir machen können? Ja, 5x 20 können wir 100 plus machen. Aber was, 5x grün? Ja, willst du echt auf grün gehen, Digga? Ja, dann geh rot. Gehen wir rot. Rot ist eingeloggt. 5x, mal gucken, ob Chris das Orakel hier und die Regie gut zusammenarbeiten. Ja? Vielleicht hat der Chris oder die eine oder andere Information von der Regie reinbekommen. Ja, ja. Die hier glasklar auf rot predicted. Wir hoffen natürlich mal, wenn der erste Bet natürlich gut geht, wäre lecker. Ansonsten können wir nämlich nur dreimal betten, wenn wir jetzt dreimal hintereinander verlieren. Das wäre unlucky. Ach, guck mal hier oben. Also da muss rot kommen. Da muss rot kommen, sagt der Chris. Und es kommt schwarz. So viel zum Thema, es muss rot kommen. Ja gut. Rot. Nochmal rot. Oh Gott. Es muss rot kommen. Oh Gott, danach können wir noch einmal setzen mit $18. Und dann sind wir am Arsch. Roll Nummer 2 geht los. Ja, ich hoffe jetzt auch mal, dass rot kommt. Es ist halt echt richtig unlucky, dass da immer so auf den Trainer schwarz kommt. Wollen wir hier mal den Sound anmachen? Ich guck mal, wie laut der Sound hier ist. Ich höre den Sound ähnlich, also ist mir das egal. Der Sound ist an. Oh, rolling. Komm, jetzt noch mal rot. Komm, den ersten haben wir versagt. Wir dürfen nur nicht drei hintereinander versagen. Das wäre unlucky. Nicht dein Ernst, Alter. Nicht dein Ernst. Doch, komm hör auf. Komm fucking grün einfach. Komm hör auf, ja. Rot. Komm fucking, oh Mann. Bruch gehen mit rot. Bitte schaff mir nachher ja. Straight up, bitte. Nicht mehr green haben, sondern oh. Bruch gehen mit rot. Oh Gott. Aber kann doch nicht sein, ey, wenn man da oben die History guckt. Also ja, das ist doch nicht rot. Ganz knusper. Ja, einmal rot, Alter, kann doch echt die Farbe sein. Gerade grün, boah, hätten wir jetzt einen Grünhand gemacht. Ich mache immer zum falschen Zeitpunkt nicht den Grünhand und wieder schwarz, Alter. Alles klar. Gibt's doch nicht, behinderte Kacke hier. Alter, guck's dir an, Alter. Wirklich, behinderte nicht. Kacke. Normalerweise mache ich immer auf strong fucking Grünhand, gehe immer auf grün und es kommt nie grün. Jetzt gehe ich mal auf Rot, Digga, und dann kommt fucking Grün. Na gut, behinderte Scheiße, aber da machst du nix. So, jetzt geht's hier auf jeden Fall. Trade Up, Einsatz erprobt und Stat-Track und hoffen natürlich, dass wir hier die gute AK Neon Revolution rausbekommen und nicht die Farmer's Royal Cage. Obwohl ich die Farmer's Royal Cage vom Aussehen auch geil finde, aber ist natürlich Minus des Todes, ja. So, wird hier reingeballert. Wie viel Profit kannst du damit machen oder Verlust? Das können wir gleich mal, das können wir eigentlich mal direkt gucken. Habe ich noch gar nicht geguckt. Wir gucken jetzt mal. Also gezahlt habe ich dafür ja. 60 Euro. Zwischen 55 Euro. 55 Euro habe ich dafür gezahlt. Was sind die für den Zustand? Einsatz erprobt. 55 Euro habe ich dafür bezahlt. Und könnte 85 Euro rausbekommen, also plus 30. Oder. Ja, die Features hier ist sogar nur 32. Ja, aber ich habe ja Stat-Track, mein Freund. Ah, okay, ja, stimmt, 84. Und hier könnten wir rausbekommen 21. Hey, das ist eigentlich echt mal wieder ein geiles Straight-Up. Man kann plus ja. 30 Euro machen oder minus 35 Euro. Ja, stimmt schon. Also das ist wirklich mal eins der Trade-Ups, die am meisten worth ist aktuell. Gibt es eigentlich ansonsten nichts anderes, was aber so... Aber ich glaube, da könnte man noch einfach einen Coin-Flip machen. Könnte man auch einen Coinflip machen, ja. Aber wir wollen ja natürlich hier mal von Game uns die Eier kraulen lassen. No homo. So, hier die schöne Fahne ist natürlich am Start. Crowny muss unterschrieben werden. Alter, das ist ja ohne Liebe unterschrieben. Das ist hier vom Arzt, weißt du? Ich bin hier Dr. Crowny. Ah, Dr. Crowny. Habe ich hier irgendwas vergessen? Wollen wir noch einen Glückspimmel malen? Ich glaube, wir malen hier noch einen Glückspimmel. Oha, Video gesperrt. Copyright Strike sieht so hart nach einem echten Pimmel aus. So, jetzt geht's los. Komm, du sagst an, wann drücken wir? Warte mal, guck mal, du machst hier Haare, aber da oben kommt nichts raus. Da oben kommt nichts raus. Ja, wenn du jetzt schon hier ins Detail gehst, genau. So, jetzt wird hier erstmal ordentlich draufgesamt auf die neue AKD Revolution in Einheitserprobe. Komm,
Jetzt Attacke. Bitte. Bitte, 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 komm. Ich hab mich schon. Alter, wie lange das schreibt uns der Trick immer, gell? Komm, AK, AK. Ja! Da haben wir das gute Stück. Lecker. Oh, sieht nice aus. Sieht richtig nice aus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal ordentlich drauf zusammen, ne? Hat der Chris alles richtig gemacht mit seinem Call. Na, guck mal, Alter, und läuft hier sogar noch auf der Waffe runter. Ja, Unglaublich. Unglaublich, Digga. Wir könnten hier so wie Farid hier so. Heißt der ja. Farid? Ja, oder? Farid, der Straßenmagier? Ach so, ja. So wir machen das einfach ein neues Pattern. Ja, Digga. Geil. Was ist die? Einsatzerprobt. Haben wir gerade nachgeguckt. 85 Euro. Lecker. Da haben wir auf jeden Fall wieder was rausgeholt von dem Road Hunt auf CSGO Strong. Immer wenn ich eine fucking Green Hunt mache, kommt es nicht. Ah Gott. Egal, hier haben wir 35 Euro wieder rausgeholt. Also heutige Video minus 20 kann man auf jeden Fall verkraften. Das Gefühl, ein Trade-Up geschafft zu haben, ist auf jeden Fall sexuell geil. Und ja, in diesem Sinne, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für mehr Trade-Ups. Ich sag Spoilerman und Schlusswort geht an die Notze. Jo, macht's gut und immer spritzen.